So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Minecraft Feed the Beast Sky Factory. Im letzten Part haben wir ja hier aufgehört, unsere Hühnchen hochzuzüchten. Und unser Jetpack hat man jetzt zumindest mal so weit fertig, dass wir loslegen können, um in Nether zu gehen. Das 9-9er Hühnchen hier und das 9-9er Hühnchen. Du mit dem. Vielleicht bekommen wir gleich Glück. Haben wir gleich Glück und es kommt. Nein, es kommt noch ein zweites Redstone-Hühnchen raus. 999, schade. Redstone haben wir jetzt einen Haufen. Aber dann können wir die zwei gleich nehmen. Du und das. Um an ein Kupferhühnchen zu kommen. Hallo, so. So, jetzt haben wir alles dabei, was wir brauchen von Nether. Wagen wir's. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Gibt's hier noch ein Kleider oder sowas? Nur den stinknormalen von Ender.io und der ist noch zu teuer. Beziehungsweise, es dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit, bis ich mir den gemacht hätte. Jetpack on. Machen wir Hover Mode auch noch an. Scheiß drauf, wir gehen einfach mal rüber. Halt, ich brauche Baumaterial. Falls ich mich irgendwie einbrüllen muss. Passt. No risk, no fun. Los geht's. So, einmal bitte laden. Tod war da, da bin ich und ich glaube hier hinten. Ja, da sieht man die Sachen schon. Jetzt lassen, warten wir erstmal noch geschwind. Ich hoffe, ich gehe da nicht drauf. B-Portal müssen wir halt auch noch setzen, sonst kommen wir hier nicht mehr zurück. Willst du mich verarschen? Ich sehe nichts mehr. Doch, da. Sieht jemand schon ein Hühnchen? Ja, weil die kommen jetzt überall. Die ich sehe nämlich noch kein Hühnchen. Kruscht. Und ich sehe vor allem noch kein Ripster. Geht runter. Ups. Ach, da ist ein Hühnchen. Ich sehe eins, Leute, ich sehe eins, ich sehe eins. Ups, falsch. Und raus hier. Tschüss. Na komm, flieg, 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 flieg. Oh Mann, dann hätten wir es schon geschafft. Bitte spawn jetzt hier nichts Verrücktes. Autsch, und drüber. Jawohl, das hätten wir dann. Uff. Na komm, laden. Danke. So. Dann hätten wir jetzt das schwerste zu bekommende Hühnchen auch schon. Und das Gute ist, dann können wir bald loslegen. Ah, gelb. Das war. Rups. Da haben wir's. Okay, du kommst mal her. Du bist ein 10er und du bist ein 1er. Leider haben wir einen Redstone Chicken bekommen. Ja, 5 Stück passen. Das Problem ist jetzt, wir haben hier jetzt schon wieder 42 Redstone drin. Ich muss die. Ich muss das neue Lagersystem hier hinsetzen. Ich würde sagen, wir nehmen dich einfach mit. Und setzen dich schon mal da drüben in den Brutstand rein. Hast ja dann lauter Hühnchen, die höheres Level haben um dich rum. 10, 10, 10, wir haben das Eisenhühnchen fertig. So, dann können
können wir dich hier raushauen und weghauen. Geh mal weg, Stahlhühnchen. So, das ist das Eisenhühnchen. Ich würde sagen, da holen wir mal ein bisschen Holz raus und dann fangen wir an. Wir haben schon zwei gelbe. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht den Überblick verliere. 999 Hühnchen. Das ist soweit. Haben wir es jetzt mal. Den machen wir mal hier noch voll aus. Und dann würde ich sagen, bauen wir das ganze Teilchen mal ab. Und bauen es gleich wieder drüben auf. Pickaxe habe ich dabei. So, jetzt kommt uns gleich die ganze Scheiße entgegen, genau. So. Weg, weg. Scheiße, es ist plus 17. So. Jetzt brauchen wir Item-Conduits. Item haben wir 13 Stück. Wie weit reichen die uns? Halt, die hier können wir auch noch alle abbauen. Das können wir dann nachher wieder aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, müsste gerade so reichen. Dass wir das hier rüber bekommen. Schön immer weiter Eier legen, bitte. Ich würde das. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich würde das eigentlich schon gern hier mittig haben. Von dem Ganzen. Das ist jetzt wieder sowas. Schön bauen. Das nehmen wir alles mal mit. Ich habe gerade kein Ding dabei. Ein Bilderswand. Doch, habe ich. Sehr schön. So, hauen wir das Ganze mal weg. Jupp, das brauchen wir alles nicht mehr. Ich glaube, Öl war's. Genau, so ist okay. Nein, da wollen wir plus 3. Ah ne, eigentlich wollen wir schon das Ganze. So. Noch müssen wir gleich noch Fackeln setzen, bevor hier was spawnt. So. Passt. Dann würde ich sagen, setzen wir das ganze Ding hier hin. Ja, der Idiot hat vergessen, drunter schon mal. Ach komm, gib das wieder her. So, schmeiß mal an, dann kommen wir hier leicht rein. Runter schon mal eins frei zu machen. Machen wir es hier hin. Dann kommt hier das hin. Das hin. Was sagt der Kumpel F7? Der sagt, hier ist dunkel. Und hier auch. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich unsere ganze ab. Upgrades, Gedönszeug. Die hier brauchen wir, dann brauchen wir noch Sticks und Void Upgrades. Okay. Void Upgrade war Obsidian und Sticks. Sticks haben wir auch dabei. So.
Einfach mal geschwind voll machen nebenher. Jetzt zack und Dix und Use und Void Upgrades. Und da haben wir unser Jetpack. Fliegen wir gleich los oder nicht? Gucken wir mal. Weil jetzt muss man ja erstmal die hier aufstellen. Hast du ein Ei drin? Nein, hast du ein Ei drin? Nether Quartz Chicken Egg mit 888. Das ist schon mal sehr gut. Hey, drin bleiben. So, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Was war's? Endglaub, ja. Ah, komm. Bleh. Der wird's immer schlecht. Okay, der Havermord ist ein Scheiß. Brauchen wir ein besseres Jetpack. Okay, dann eben so. Ach, Stern ist denn das? Ich dachte gerade schon, was da komisches am Himmel ist. Also, wir brauchen definitiv ein besseres Jetpack, dass wir hier gescheit auch fliegen können. Hallo? Ach, da. Hab gerade nicht das Zeichen gesehen. Die können wir alle nur upgraden mit Emerald dann später. Weil so passen halt jetzt nur 8 Stacks von jeder Art rein. Ist aber nicht so schlimm. Denke auch, dass das reichen wird. Jetzt packen wir mal erstmal alles weg, was man halt, die brauchen wir ganz sicher. Was wir jetzt nicht brauchen. So, einfach verdoppelt nur sein Zeug und verliert es auch wieder. So. Du hast kein Ei, du hast kein Ei. Du hast ein Copper Chicken Egg mit 999. Perfekt. Dann hätten wir das nämlich auch schon. Da haben wir jetzt schon fast einen Stack mit Redstone. Deswegen sage ich, das ist nicht so toll. Wir spielen jetzt erst, wir sind jetzt 12 Minuten in der Folge. Und haben schon wieder und haben schon so viel. Ja, da ist jetzt die Kacken die ganze Zeit ein bisschen rum. Und 5 Stück. Da geht das echt ruckzuck. So, jetzt packen wir mal die Scheiße noch hier rein. Chicken Menu. Ach komm, ich hab sogar. So, jetzt fliegt man eine Runde mit Hover-Modus an. Wo sind die bitte? Das haben wir schon mal geschafft. Gott. Der Quatsch, ja. Wenn wir es jetzt. Ja, da haben wir es. In und ups. Out und fertig. Aus das Ding. Aus das Ding. Da wird es einem ja echt schlecht. So. Jetzt können wir die ganze Dinger nur locken. Wenn das halt mal so weit ist, dass das alles rüber transportiert ist. Auch schon geschafft. Dann müssen wir jetzt bloß noch gucken, dass wir die ganze Hühner leveln. Wir haben jetzt nur drei Stück. Machen wir eine Chest hin. Ah, da haben wir wieder ein bisschen was mitgenommen.
So. Die dürfte jetzt gerade leer sein. Genau, nehmen wir mit. Und alles hier rein. Da haben wir nochmal einen Achter. Der Rest kommt Palde, so. Mit zwei Achterhühnchen können wir, glaube ich, auch schon das Ganze in 10 hochbringen. So. Das ist das andere Netherquartz-Hühnchen. Ach, die Truhe ist wunderbar leer. Das können wir dann gleich alles hier mit rein. Dann muss ich es nicht ganze Zeit mitschleppen. So schnell. Du bist welches Hühnchen? Das haben wir noch nicht an. Du bist 10-10er Hühnchen, dich müssen wir auch noch mitnehmen. Und dir brauchen wir auch noch ein bisschen was. Das gucken wir mal nochmal hier rein. Ja, das seht ihr, wird schnell voll. Das können wir locken. Das können wir alles mit rausnehmen, weil das gibt es jetzt nicht mehr. Da können wir das schon. Und das hier vor. Nee. Unlocks, das nehmen wir mit. Weil das wird es eigentlich auch nicht oft geben. So, das passt jetzt soweit. Den Rest können wir schon mal hier reinschmeißen. Die Hühnchen müssen wir auch raus tun. So, das machen wir nämlich folgendermaßen. Wir müssen ja nochmal. So, du bist auch ein 9-9er Hühnchen. Ja, machen wir erstmal die gelbe. So, gelbes Hühnchen. Wir brauchen noch ein bisschen. Ah, ich hab doch. Hab ich nicht in einer von der letzten. Letzte Folge oder. Irgendwann. Ja, da haben wir Pulsating Iron, okay. Gucken wir mal, wie viele Ingots wir noch haben. Nicht Ingots. Nuggets. Wir brauchen dann auch das Zeug hier. Da müssten ja noch ein paar da sein. Mindestens ein oder zwei. Nö, sind keine mehr da. Scheiße. Schade. Weil ich brauche da ja noch ein paar. Das reicht noch nicht, um die zwei bessere Kristalle zu machen, um unser Jetpack aufzuwerten. So, Extract passt. Das ist jetzt unsere Levelanstalt. Ich hätte gerne dann die zwei braune. Ach, da haben wir bloß eins davon. Macht aber nichts. Das eine dürfte es eigentlich ausschaffen, sich auf 10-10 hoch zu boosten. 9er und da hätten wir schon einen 10er. Und ihr seht auch, da liegt schon wieder ein Haufen Mist drin. Und das müssen wir halt mit alle Hühnchen machen. Vor allem mit. Wie viel Redstone haben wir jetzt da schon drin? 1,5 Stacks. Also, geht ruckzuck mit den Viechern. So. Schmeißen wir auch alles hier rein. Passt soweit mal. Prismarine Shard haben wir jetzt 9. Das heißt, wir könnten demnächst das Ganze machen. Jetzt würde ich sagen, wir machen hier nochmal eine Reihe oben drauf, dass es doch schneller geht. Dann brauchen wir noch Holz. Ich habe ja Holz von Hühner. Wie viel haben wir da drin? Oh gut, 14. Ach, das können wir ja alles rausnehmen. Das bleibt ja so. Dass wir die Holzhühner müssen wir auch noch hochbauen. So, use. Zack, zack. 5 davon. 1, 2, 3, 4. Das
eine machen wir noch, setzen wir drüben wieder rein, nur als Nest. Dann, komm, oben drauf. Jetzt, dass wir noch schneller an Hühnchen kommen. Ich brauche was Besseres zum Essen. Das geht mir auf die Nerven, wenn ich dir die ganze Zeit... Du bist ein Achter, du bist Zehner. Das heißt, du bist eh egal. Da hat man das Einserhühnchen. Das, die sind bei 79%. Du bist ein 999er Prismarine Hühnchen. So. Braun haben wir jetzt das 10er schon. Gelb haben wir das 10er. Sagen, dann können wir die von, mit denen hier die loswerden. Nicht so langsam beim Aufladen vom Schlag. So, weg, weg. Weg, braun. Ups, da sagt doch, wir brauchen noch ein paar. Du bist Einzelhühnchen, tschüss. Aber daneben geschlagen. Das hat passt. Wo ist denn? Wo ist denn? Bin ich blöd? Ja. So. Dann hätten wir auch das braune Zehnerhühnchen. Ich würde sagen, die ganze. Nein, du bist ein 9er Hühnchen noch. Ui. Das ist ein 10er. Das ist ein 10er. Das ist ein 10er. Das ist ein 10er. Du bist noch ein 9er Hühnchen. Tschüss. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal die ganze 10er. Die müssen jetzt im Draußenbereich. Dass wir die besser unterscheiden können. Welche schon fertig sind und welche wir noch machen müssen. Übrigens, die Schafe kann man auch mit dem Netz einsammeln. Habe ich letztens aus Versehen auch rausgefunden. Dass man die auch so einfach fangen kann. So. Ich würde sagen, unser Stahlhühnchen ist noch dran. Stahl. Müssen die so schreien, wenn sie schlüpfen? Stahl und Zehner müssten wir gleich haben. Das hier ist alles Zeug, was wir hier reinschmeißen können. Schlüssel haben wir dabei. Würde ich sagen, schließen wir das nochmal kurz auf, weil die brauchen wir auch nicht so oft. Das brauchen wir auch nicht so oft. Eier schmeißen die auch, glaube ich, ab und zu raus. Von dem her passt das hier. Was haben wir jetzt noch Neues? Prismarine Shards haben wir jetzt 11. Neuner. Wollte ich eigentlich nicht. Das Eisen haben wir ja jetzt 10. Dann nehmen wir das noch mit, dass wir ein zweites 10er Hühnchen machen. Und dann fehlt mir noch immer der Stack von... Der Stack an Eier von den 10er Hühnchen. Dann unsere Quarzhühnchen, die brauchen noch ein bisschen zum Wachsen. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Dich lassen wir auch schneller wachsen und dich auch. Friss. So. Dann unser zweites gelbes Hühnchen. Du bist das Einzelhühnchen, du sagst tschüss. Jetzt. Die andere zwei müssen wir gleich verkuppeln. Da haben wir schon Quarz drin, das heißt, das Ding können wir abschließen. Das wollen wir da eigentlich nicht drin haben. Und wir haben schon zwei Stacks. Und wir haben schon 25 Redstone. So, nicht 25 Redstone, sondern 25 Eisen. Müssen sich nur noch
jetzt öfter auf mittlere Maustaste drücken geht nicht. Ich will nur ein besseres Stahlhühnchen. Du, ah, Iron Chicken, ah, weil es nach oben nicht offen ist. Haben wir eine Yeta Ranch? Ich glaube schon. Yeta Ranch. Nö, haben wir nicht. Was brauchen wir für die? Wir brauchen Electrical Steel. Haben wir das noch? Ich. Wenn wir jetzt auch einen Haufen Quarz haben, können wir möglichst schnell von dem Lagersystem hier weg. Das wird auch nochmal gut. Silber. Electrical Steel. Da. Da hätten wir auch noch Sticks drin. Gott, ist das ein Müllladen. So, zack, zack, zack. So, jetzt haben wir da Hanna. Wie war denn das jetzt? Nein. Okay. Klasse. Jetzt hat's mein Hühnchen gelöscht. Das hat mir jetzt echt mal Eisenhühnchen gelöscht. Haben wir noch ein Eisenhühnchen? Nein. Scheißdreck. Mein Heiz konnte Shift. Das wär's gewesen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt neues Eisenhähnchen machen. Eisen war. Machen wir aber gleich 10. Silber. Da war es doch. Iron war. Flint und Bone White. Das heißt, jetzt gibt es ja schon was zum Essen. Da ist Flint. Und da. Bone White, dann machen wir die noch geschwind in 10. Okay. Also das sieht mir ein bisschen verbuggt aus. So, jetzt aber links ab, extract ist okay. Jetzt passt's auch, dann setzen wir das hier rein. Stahleck können wir ausbrüten. So, und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir das Billigheimer Stahl. Ich behalte das Hühnchen jetzt diesmal vorsichtshalber, nicht, dass wir da wieder Scheiße bauen. Das ist das Quarzhühnchen mit 8,8 und du bist auch ein Quarzhühnchen mit 8,8. Komm mit. So. Dann haben wir die schon mal. Warum wollen immer bloß die Redstone-Hühnchen Eier legen? Scheiße. Da haben wir jetzt nämlich schon zwei Kupfer.
Das heißt, du bist in welchem Level gewesen? 9. Das ist ja gut. Weil 9er Hühnchen mit sich selber schafft's schon, das Ganze in 10 zu bringen. Da brauchen wir dann nämlich viel aufpassen. Also das muss er nicht killen. Durch irgendeinen Wrench-Trick. So, du legst in 6 Minuten, 6 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten. Welches Hühnchen als nächstes in 10? Prismarine kann sich selber auch in 10 noch hoch leveln. Ne, das mal. Das hier ist ein 10er Hühnchen. Das können wir wegpacken. Das Stahl, das hier wird ein 10er Hühnchen. Das hier ist noch das normale. Die zwei Hammer für... Oh Gott, ist das ein Mist gerade gewesen. Da haben wir jetzt das 10er Netterhühnchen. Sehr schön. Und was haben wir jetzt? Flint in... Ah, das hat sich mit... Flint hat sich mit dem hier weitergemacht. Deswegen haben wir da noch kein 999er Hühnchen. Ich mache mir jetzt eine ganze Menge Brote, weil das geht mir gerade so auf den Nerven. Mit dem Zeug hier, ich glaube, das können wir sogar durch den Macerator... nicht Macerator, durch Zackmel jagen. Ja. Boah, da bekommen wir schnell was raus, okay. Gar kein Problem. So. Das nächste ist dann, wir können ja jetzt praktisch hier alles machen, weil wir haben die Flinthühnchen, die sind für vieles Voraussetzung. Was wir jetzt noch brauchen, sind wirklich nur noch die schwarze Hühnchen. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir an schwarze Farbe rankommen. So. Machen wir mal ein Stack Brote. Da kriegt man auch noch Seeds raus. Ach du Scheiße. Dass wir das Problem mal nicht mehr haben. Machen wir es erstmal wieder voll. Finde ich immer besser, wenn das Teil immer voll ist mit Energie. Wireless Charger. Ne, wir brauchen jetzt erstmal eine bessere Energieversorgung. Mal gucken, was es hier so an Solarzeug gibt. So, gucken wir mal, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir nochmal... Können wir in Wind schießen? Können wir Wind schießen? Können wir ausbrüten? Können wir wegschießen? So, Prismarine hätten wir da damit auch fertig. Prismarine Huhn hier war, glaub. War das ein 9er? Ja, das war ein 9er. Probier schon mal, ob du nochmal einen 10er rausbringst. So. Ah, ganz wichtig, das Goldhühnchen sollten wir auch hochleveln. Egal, holen wir uns halt einen 8-8. Also von 8, vom 8-8-8er Huhn kann man auch einen 10-10-10er Huhn rauskriegen. Seht ihr ja von den Quarzhühner hier. Und dem her ist das kein Problem. Weil die Gold Nuggets, da braucht man einfach viel zu viele davon. So, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Schon 10er Hühnchen. Du kommst hier rein. So. Stahlhühnchen haben wir hier. Gut. Nehmen wir das Holzhühnchen mit. Würde sagen, das schmeißen wir hier noch weg. Dann leveln. Ich muss dann. Ja. Ich guck
geht's, dass ich erst alle hier auf 10 bringe. Ich würde auch sagen, dass ich da zwischen den Folgen jetzt weitermache. Weil das dauert eine halbe Ewigkeit, bis die alle mal in 10 sind. Und das kann man... Ah, nee, das ist Gold. Das ist das fertige Gold und das ist fertige Bone. Und ich brauche nochmal eine Runde Nester. Dass wir halt 8 Stück haben. Schön. Wo ist denn Nest, Nest? Da können wir noch eine draus machen. Und dahinter haben wir noch so viel. Von dem her. Ach, schade, ist nur eins. Dann einmal hier alles abernten. Oh, wir sind schon wieder Zeit. Das macht viel zu viel Spaß. Ich vergesse hier jedes Mal die Zeit. Ah, da brauchen wir jetzt auch noch den Growth Crystal. Den können wir jetzt uns auch machen. Prismarine haben wir ja. Heißt, das darf kein Problem mehr sein. Und dann seht ihr mal, wie schnell das hier wachsen kann. Base müssen wir auch mal ein bisschen umbauen. Die sieht immer noch verratzt aus wie eh und je. Schön, dass wir ein bisschen zu wenig genommen haben, sonst hätten wir nochmal eins machen können. Uff, das war knapp. So, nochmal 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18 passt. Dann hätten wir nämlich die volle Nester außenrum. So. Ups. Und fertig. Zack, zack, zack. Und noch einen Haufen Gammelfleisch gegessen. Du bist, glaube ich, das zweite Zehnerhuhn, genau. Können wir dann auch da rauspacken. Und ich kann mein Goldhühnchen pflanzen. Gucken wir mal, was noch hier so rumrennt. Ja, das seht ihr ja. Wir bekommen gut Zeug raus. Netter Quarzhuhn mit 9 ist scheiße. Das ist scheiße. Flint. 8, 8, 8 ist scheiße. Bauen ist gut. Gold ist gut. Das heißt... Das muss umhauen können. Hauen wir es hier rein. Gold und Bauen. Das hier ist ein Stahl. Das ist Prismarine, das ist Nether Quartz mit 10. Na, haben wir die andere mal weg. Und Flint, ja, mit 888 schaffe ich das auch noch in 10 hoch. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Das ganze Zeug können wir noch hier reinsortieren. Geht es überhaupt? Ja. So. Die nicht. So. Alles schön einsortiert. Jetzt haben wir hier 15 Prismarine. 6 Kupfer. Ja, sorgt halt jetzt hier drin. Deswegen geht es nicht so schnell. Aber ich würde sagen, was ich jetzt zwischen den Folgen mache, erstmal eine Fackel hier noch oben drauf setzen. Aber dann muss ich sagen, ich gucke jetzt danach, dass ich alles, was ich hier habe, in 10 bekomme. Von jedem auch 2 Hühnchen mindestens habe, bis auf Redstone, von denen hätte ich gern mehr, was wir jetzt endlich mal noch machen können. Das hat mich jetzt schon seit längerem aufgeregt. Wir müssten doch noch irgendwo... Ne, das ist Hemp, das sind Karotten. Haben wir keine Grass Seeds mehr? Ach komm. Ne, das ist Sugarcane. Da haben wir doch noch. So, dann pflanzen wir die noch geschwind. Da ist ja kein Schaf drin, was uns das Ganze wegfressen kann. Flint, da haben wir das 9er Hühnchen. Gut. 8er und 9er Hühnchen, da bekommen wir es auch voll hoch.
Okay, dann würde ich sagen, ich packe jetzt mein ganzes Zeug hier irgendwie weg, bis auf Essen. Ah, ich könnte mal wieder eine Truhe bauen. So. Dass ich mein ganzes Zeug hier irgendwie lagern kann. Weg damit. Und ich würde sagen, brauchen wir nicht. Nö. Ja. Nö. Nö. Wir wollen die Hühnchen auch schneller wachsen lassen. Wir nehmen lieber die hier mit, dass wir ab und zu eins umhauen können. Und das war's eigentlich. Essen hole ich jetzt noch geschwind mir aus dem Keller die Brote. Zeigt mir leider auch nicht an, wie viel das wieder gibt. Brot gibt aber genauso viel. Ist also nicht besser. Das gibt gar nichts. Kann man das nochmal... Ah, okay. Ja, ich glaube, ich mache mir jetzt ein bisschen Durst. Okay. Dann war es das aber für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns mit einem Haufen Zehnerhühnchen. Wahrscheinlich ziemlich vollen Lagersystem hier. Und dann können wir weiter gucken. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss.